Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr habt es ja gesehen, ich meine, ihr habt es nicht nur gesehen, ihr habt es auch gemerkt, es gibt neue Wochenaufgaben. Und ich habe heute nur ganz, ganz kurz mal reingeguckt oder überhaupt reingeschaut, was es ist. Und ich war doch schon sehr überrascht, muss ich sagen, dass es jetzt plötzlich, werden das jetzt plötzlich doch Herausforderungen? Schwierig zu sagen. Also die Herausforderung, dass ich hier ein bisschen was bauen muss, alles d'accord. Ich habe jetzt vier Bauarbeiter frei, nicht frei, vier Bauarbeiter im Einsatz. Ein Bauarbeiter habe ich mir freigelassen, damit mache ich halt dann immer Mauern. Und der Rest ist hier aber komplett neu. Auch ein Event, wo ich gestern noch gedacht habe, wenn das mal kommt, dann muss ja auch ein bisschen was anderes kommen. Und es ist aber auch so gekommen, denn verdiene 500 Punkte in den Clanspielen und die Clanspiele kommen auch. Das ist natürlich super. Die sind nämlich jetzt schon angekündigt in den Events, was ich für mich sehr, sehr schwer finde im Moment. Das sind die Mauern hier, 25 Mauerteile. Ich weiß, dass man, glaube ich, ich denke mal, man bekommt 5 Stück, also hier einen Zähler von 5, wenn man eine einzige Mauer im Nachtdorf macht. Nur da habe ich auch im Moment zu wenig Elex und zu wenig Gold. Die habe ich gestern gerade gemacht, glaube ich, oder vorgestern. Ist natürlich sehr ärgerlich. Der Rest geht hier eigentlich. Hau drauf, Riesen nehme ich eher weniger. Alter, sehr nachtdorflastig. Drachen ist in Ordnung, kann ich mit. Oh, kann ich mit leben. Aber Alter. Oh Mann. Nötigung des Nachtdorfes mal wieder. 30 Sterne in Duellen. Alter Falter. Ich meine, das ist jetzt nicht schwierig, aber wenn du keinen Bock aufs Nachtdorf hast, dann quälst du dich auch mal gerne durch solche Sachen hier durch. Und ah, das. Ich weiß nicht, ich bin im Moment Nachtdorf sowieso so ein Supermuffel und ich bin unter 4000 Pokale, das ist noch viel schlimmer. Also irgendwie komme ich, gerade wenn die Liga anfängt, ich komme nicht so richtig mit dem Arsch hoch. Aber wir machen jetzt erstmal den hier. Wie können wir den denn am einfachsten angehen? Also eigentlich ist es eine doofe Armee. Eigentlich ist es eine doofe Armee. Ich wechsle die mal eben in die Päcker-Schergen. Eins. Zwei und hier nehmen wir mal die Mauerbrecher. Denn mit den Packers eigentlich bin ich da ganz zufrieden mit. Oder es sind ja super. Die heißen ja gar nicht Packer. Die heißen ja super Packer. Geil, da springt gleich so ein Ding rum. Und ich nehme jetzt mal so ein paar Kanönchen hier mit rein. Wo ist denn eigentlich der? Okay. Ja, die Kanonen hier so zu setzen ist natürlich immer sehr, sehr gefährlich, wenn es darum geht. Habt ihr gesehen, gerade genau vor den Crusher geflogen, also noch nicht ganz rein. Da hat der Basebauer nicht ganz mitgedacht. Oh, jetzt habt ihr natürlich kurz mal die rote Schrift, aber meine Kampfmaschine ist schon an der Hütte. Okay, das sieht ganz gut aus. Also der eine Stern ist in jedem Fall drin. Also ich glaube, den muss ich heute auch noch machen. Ah, es ist grauenhaft. Aber wie gesagt, es gibt neue Wochenaufgaben. Finde ich auch ganz gut, dass sie jetzt so ein bisschen zumindest da Abwechslung reinbringen. Aber die Tagesaufgaben sind immer noch die gleichen. Sammeln ein bisschen was, glaube ich. Spenden ein bisschen was. Das hab ich jetzt eher durch Zufall gemacht. Die macht man sowieso immer. Und nett, dass es dafür ein paar Punkte gibt. Nett, dass es dafür ein paar Punkte gibt. Wir gehen auch mal kurz in den. Oh, schade. Ganz, ganz gut gerockt. 77%. Hier hinten geht noch was. Wir gehen aber auch gleich mal kurz in die Liga rein. Hatte ich ja gesagt, dass wir auch bei den Spätzle mit Soße natürlich die Liga gespielt haben. Und oh, mehr recht als schlecht. Wir schlagen uns auch gerne immer selber. Oder ich habe heute mal überlegt, wie man das eigentlich so nennt. Sich das eigene Ei oder sich ein Ei ins eigene Nest legen und so. Ne? Na, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ich komme sowieso noch in dieser Woche auf die Liga zu sprechen. Und wir haben jetzt gerade mal erst Hälfte. Also wir haben jetzt gerade mal 30 Ks hier rum in der Clankriegsliga und das liegt daran, dass wir glaube ich anderthalb, nee, wir haben glaube ich einen Tag später gestartet und dann hat die Suche ja noch mal so lange gedauert. Ach komm, mach den mal jetzt weg. Aber immerhin, der hat noch mal 4% gerissen hier, der Kleine. Und mal sehen, ob wir wieder negativ gestartet sind in den Tag. Nein, wir sind mal positiv gestartet. Hurra! Und dann dürfte ich das zumindest von der Tagesaufgabe jetzt schon mal haben. Ja, das haben wir auch schon. Also gar nicht mal so schlecht. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr diese neuen Herausforderungen hier findet. Also, okay, die eine ist nicht neu hier, diese hier mit den Gebäudeverbesserungen, aber die anderen sind ja alle neu. Und Clanspiele fangen jetzt erst an, so wie ich es gesehen habe. In den Ereignissen müsste es eigentlich schon drin sein. Ja, ich muss den Client jetzt auch wieder auf Englisch stellen. Ich hatte den am Wochenende schon beim Avatar alles wieder auf Englisch gestellt. Ich weiß nicht, ich komme mit dem deutschen Client nicht so gut klar. Ich komme mit dem deutschen Client nicht so gut klar. Aber was müssen wir eigentlich, was können wir denn eigentlich noch machen? Wir können die Hoggies hier machen. Okay, die Hoggies können wir sicherlich machen. Und dazu muss ich aber erstmal gerade eine Armee wegballern. Ich habe nämlich noch eine Kobi-Armee am Start.
Und da brauchte ich im Moment meine Helden nicht. Das ist auch leidig. Aber ich meine, diese Tat, diese Errungenschaft mit den Defenses, ich will nicht sagen, ich komme ihr näher, aber ich meine, wenn die Leute auch bei mir droppen, dann kriegt man natürlich auch immer einen auf die Errungenschaft drauf. Ah, so ein leichtes Rathaus hier, ne? So ein leichtes Rathaus. Ist das ein Single? Ah, nein, schade, das ist ein Multi. Aber das ist ein Single hier. Das ist ein Single. Ich glaube, wir gehen mal gegen den Single hier. Ich denke mal, das ist ein bisschen besser. Und so, dann hauen wir hier mal einen Sack. Ah, okay, alle schön, viele, viele Bomben da für mich. Jawohl. Sauber. Saubere Sache hier. Und 1, 2, 3. Oh, ich habe wieder eine ganze Armada Mauerbrecher, aber in den Streams oh, scheiße. Habt ihr das auch gesehen? Dass ich natürlich die Mauerbrecher ohne Ende nutze. Und jetzt versuche ich hier mal so richtig meine Kobis reinzukriegen mit vier Finger. Dann kann ich die mal richtig heavy droppen hier, jawohl. So geht das hier durch die Base. Und ich würde sagen, wir nehmen da mal einen Fries und auf der Seite hier nehmen auch mal einen Fries. Okay, und springen brauchen die. Könnten die da, ne? Ich muss mal sehen, wie weit die kommen. Ich gebe jetzt ruhig mal ein bisschen was aus. Das macht nichts. Und die Meute hier in der Mitte einmal mit der Wardenfähigkeit versorgt. Das ist jetzt nur noch. Okay, das ist ein Multi. Ja, ich glaube, das passt so. Ich denke mal, das Gold kriegen wir auch noch hier. Also ganz cool gemacht. Sieht also ganz gut aus. Obwohl ich mich heute ein bisschen geärgert habe, muss ich sagen. Über Clash of Clans, also nicht über Clash of Clans, über die Liga habe ich mich wieder total aufgeregt. Habe ich mich jetzt. Ich hab mich jetzt erstmal wieder eingekriegt und ich freue mich jetzt, dass ich heute mal wieder auf den 12er bin. Da war ich jetzt. Ihr seht das auch in meinen Streams oder in den Folgen. Ich bin nicht mehr so super häufig auf den Toto. Liegt einfach auch daran, dass ich einfach nur noch langweilig die Mauer machen muss. Und mache natürlich hier jetzt die Spiele mit, mache meinen täglichen CK-Angriff. Und deswegen bin ich jetzt nicht mehr so super häufig auf dem Toto. Also ich tue, aber ich bin jetzt nicht mehr so exzessiv, dass ich sage, Alter, Toto muss jetzt hier 10 Stunden geboostet werden. Och Leute, geht doch nach da. Egal, das eine Lager nehmen wir noch mit. Ich weiß mal wieder nicht, ob ich 3 oder 2 Sterne jetzt im Moment gebrauche. Aber ich habe zumindest beide Helden, so ziemlich beide Helden geschont, oder? Ja, ich habe so ziemlich beide Helden geschont. Die brauchen also jetzt nicht mehr so lange zum Rängen. Denn, ja. Kann man natürlich nutzen, gerade die Events, finde ich, kann man natürlich super nutzen, um mal gewisse Angriffsstrategien mal wieder zu üben. Und den haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Und deswegen übe ich jetzt mal eine. Dann habe ich nämlich jetzt eine im Petto, aber ich muss natürlich, das darf ich nicht vergessen. Ich glaube, ich habe jetzt schon hier ein bisschen viel. 4-4. Da geht noch einer rein. Was brauchte ich denn hier nochmal rein? Einen, ich glaube, ich nehme mal einen Sprung, glaube ich. Ne? Ich nehme allen Wut, entschuldigt. Ich nehme mal einen Wut und. Oh. Das ist uncool. Ein Wut, ein Wut. Was mache ich denn dafür weg? Ich glaube, ich mach mal den Fries dafür weg. Nehme jetzt einen Wut dafür mit rein. Wo der Wut auch nicht gut ist. Ne, der Wut ist auch nicht gut. Ich nehme doch mal den Sprung. Weil ein Wut habe ich ja selber. Ich nehme doch mal den Sprung. Und hier trainiere ich eben mal nach. 2, 1, 1, 2. Was passt hier jetzt nicht? Eins, zwei, ach so, das ist einer zu viel gewesen. Da gehört noch ein Heil rein. Okay, dann kann ich die mal nachtrainieren. Und wir machen gar keinen Cut hier. Ich mache einfach mal weiter. Und ihr seht das, wir sind im vierten Spieltag im Moment. Und im laufenden CK brennt aber nichts an. Das haben wir dann eher hier im ersten gemacht, wo wir leider mal wieder Einsterner hingelegt haben. Alter, was ist das Mikro heute weit drin? Wo wir mal wieder nur Einsterner gemacht haben. Und das ist natürlich ein bisschen doof. Damit haben wir uns selber das Ei hier wieder gelegt mit 29, 30. Natürlich sehr knapp verloren. Obwohl wir, so wie ich mich erinnern konnte, auch hier einen, ja, wir hatten auch mindestens einen Dreier vom Swash hier. Also ich zeige euch nicht nur unbedingt 3-Sterne-Angriffe, aber vieles seht ihr natürlich auch bei mir in den Livestreams immer mal, wenn ich mal wieder rumschalte. Aber einige sehen wir dann nicht hier mit, ich wollte gerade sagen, mit Elektro-Golems, nee, Elektro-Eis-Golems, Eis-Golems. Ich nenne die immer, wenn ich übrigens fordere, Eistypen. Auch mal die Eistypen und hat aber schön gemacht hier. Und ihr seht das, Alter, mein Timer, Scheiß. Okay, das war gerade mein Timer. Mein Timer hatte gerade zugeschlagen. Ich hatte mir hier einen Timer gestellt, weil mein Essen fertig ist. Auch nicht schlecht, ne? Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht und deswegen muss ich gleich auch einen kurzen Cut machen. Also
von hier, das merkt er ja nicht, dass dann zwischen der Aufnahme und der nächsten Aufnahme mal ein paar Minuten liegen, wo ich auch mal ein bisschen essen muss. Aber ich sehe das jetzt gerade hier wieder, die Farbechtheit des Handys auf die Aufnahme passt mal wieder gar nicht. Ihr seht den Hintergrund komischerweise grün, bei Clash of Clans ist das hier so. Und ich sehe es aber hier eher so bräunlich. Da muss ich echt nochmal nachforschen, warum das eigentlich so ist. Keine Ahnung, ich kann da eigentlich nichts gegen machen, denn ich bringe das Handy hier zurzeit 1:1 quasi über die Elgato, ohne irgendwelche Farbfilter, ohne sonstiges. Und deswegen wundert mich das schon, dass ich manchmal so komische Farben habe hier. Also eigentlich ist der Hintergrund ja braun, das wisst ihr. Nur wenn ich hier irgendwie so Angriffe zeige oder so, oder überhaupt was im Klankrieg, glaube ich, zeige, dann ist das leider so. Keine Ahnung, ich muss da nochmal nachforschen. Hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, im Moment stört es mich nicht, weil wir sehen ja natürlich doch eigentlich ganz gut die Angriffe hier und hat er, glaube ich, gut gemacht. Und die Kombi mit den Eistypen, also mit den Eisgolems und den Hexen, ist, glaube ich, auch gut gewählt und auch ist auch relativ stark. Das war jetzt so eine Halbring-Base hier. So eine ähnliche Base musste ich heute auch mit dem Avatar machen. Und allerdings mit dem Rathaus 11 und habe die auch gedreiert mit Hexen, Riesen, Bowler. Und ist schon eine ziemlich krasse Geschichte. Der hatte jetzt natürlich ein Inferno mehr und hatte noch zwei defensive Gebäude, glaube ich, mehr. Und ist natürlich auch viel, viel stärker. Aber ist schon eine krasse Taktik nach wie vor. Die Hexen, glaube ich, sind, solange wie sie jetzt nicht genervt werden, sind sie ziemlich stark und die Bases passen eigentlich auch ganz gut. Aber jetzt muss ich kurz einen Cut machen und dann gucke ich mir das Ganze nochmal an. Okay, ich bin jetzt doch mal aufs Tablet gesprungen und bringe das auch mal 1:1 durch. Das sind hier, also das Tablet hat auch komischerweise ganz, ganz andere Farben als das Handy. Aber es geht auch genauso über die Elgato, allerdings über einen extra HDMI-Anschluss. Also mein Tablet hier hat ein HDMI-Out. Und aber es sieht schon wesentlich natürlicher, sage ich mal, aus, weil die Farben sind auf dem Tablet jetzt fast nicht großartig anders als das, was ihr jetzt gerade seht. Es ist vielleicht immer noch ein bisschen klarer. Mir ist das eben so ein bisschen aufgefallen bei dem Goldlager. Denn das ist ja eigentlich nicht Goldlager, sondern bei dem dunklen Helixlager. Das ist eigentlich goldig. Und so, wo ist er denn hier? Ach, er ist hier mit meinen unterwegs. Alles klar, ist mal ein Live-Angriff. Wenn ich immer was live reinkriege, auch hier beim Video machen, dann nehm ich das natürlich gerne mit. Und okay, hat er hier hinten einen endlos langen Queenwalk wahrscheinlich. Ja, okay, er hat natürlich die Clanlock nicht gelockt bekommen, aber er hat die zwei Sterne hier noch irgendwie gerettet. Auch nicht schlecht. Aber er hat den Halszauber jetzt auch gar nicht mehr genommen. Aber das ist auch mal ein bisschen doof. Ich meine, er hat jetzt einen proaktiv geworfen. Das heißt also proaktiv, wo du glaubst oder wo du meinst, wo deine Miner als nächstes hingehen, aber bis zum Heilkreis sind die gar nicht mehr gekommen, weil die leider vorher natürlich gestorben sind. Na okay, aber zwei Sterne haben wir hier drin und nach wie vor ist es recht stabil, 6-12, 2-4, so haben wir natürlich den dritten verloren, das ist auch blöde, ne? Den dritten haben wir hier verloren, 30-30, der Clan Pakistan hatte bis dahin in der ersten und in der zweiten Runde keine 30 Sterne geschafft. Aber bei uns, da packen sie die 30 Sterne und haben leider etwas mehr Prozente bei uns gemacht. Macht aber nichts. Ich hatte noch einen, glaube ich, vom dritten Spieltag. Da haben wir 3 Dreier hingelegt. Das war natürlich super, 31 Sterne mal gemacht. Und ich glaube, den haben wir hier auch noch nie drin gehabt. Es ist der Fritzi. Den haben wir hier noch nie drin gehabt. Und der Fritzi ist hier recht neu. Ich muss das, glaube ich, mal gerade so machen. Und das war eben so fürchterlich laut, ne? Ja, ich mache das mal ein bisschen leiser. Der Fritzi ist relativ neu, aber er genießt schon mal das Vertrauen, dass er mit uns hier in der CWL kämpfen kann. Also er macht zumindest seine Angriffe. Das ein oder andere Vertrauen habe ich leider bei den Herausforderungen heute schon wieder verloren. Weil einige auch mal wieder nicht angegriffen haben. Und dadurch haben wir mal wieder verloren. Gehe ich aber mal die Tage drauf ein. Es hat mich auch ein bisschen, muss ich sagen, da war ich auch schon wieder so ein bisschen pisst heute. Denn ich habe auch meinen Angriff exakt eine Stunde vor Schluss gemacht. Ich meine, ich markiere mir eine Base und dann mache ich meinen Angriff. Punkt. Aber dann zu warten, was unten noch passiert, ob da nicht vielleicht eine schwächere Base offen bleibt, weil einer 0 Sterne holt oder nicht angreift und dann wirklich so lange wartet, bis man dann nicht mehr angreifen kann, weil der Krieg eigentlich schon vorbei ist, obwohl der Ticker noch ein paar Sekunden läuft. Das hatte ich ja auch schon mal. Da wollte ich eigentlich angreifen und konnte es nicht mehr. Ich konnte nicht mehr raufklicken, angreifen, angreifen, angreifen. Das war ausgegraut und oben lief aber noch ein ganz kleines Stück Zeit. Das ist natürlich ein bisschen doof. Einer ist dann gegangen. Ich meine, das werde ich auch nicht mehr mitmachen.
Einer ist dann heute Nachmittag gegangen, ich gehe mir meine Karre holen und kam dann nicht wieder, der braucht auch nie wiederkommen. Ist natürlich auch blöde. Also ich, okay, wir haben nur einen Karrenspender, aber der Klaus mit dem Abt kommt immer mal wieder rüber, spendet eine Karre. Flashlupe kommt immer mal wieder rüber, spendet eine Karre. Tenta kann halt nicht 24 Stunden da sein. Wir haben da ja nur einen Zwölfer. Wir haben hier auch nur noch 15 Zwölfer. Das kommt auch noch dazu, denn einer hat hier auch die Säge gestrichen, so nach dem Motto, ich habe keinen Bock mehr auf die CWL. Gut, wenn du dann irgendwann merkst, ich hole wirklich gar nichts mehr, dann ist es vielleicht sinnvoll, einfach mal eine kleine Pause zu machen. Deswegen sind wir hier auch leider auf 15 runtergeschrumpft, weil ja andere Zwölfer bei uns in einem anderen Clan leider kämpfen, weil wir gedacht haben, wir haben viel zu viele und alle können wir nicht durchtauschen. Das ist ein bisschen doof. Da ist auch die Rechnung ein bisschen nach hinten losgegangen. Da hätten wir doch vielleicht zwei noch behalten sollen und dann auch wirklich eintauschen, sodass auch jeder mal drankommt. Aber so, dass sie jetzt sind wir halt nur 15, ne? Ist nun mal so. Und was willst du da noch großartig machen? Aber nichtsdestotrotz hat der Fritzi hier das sehr, sehr gut gemacht. Fand ich echt cool mit den Minern hier. Und Miner ist halt immer so ein kleiner, ist halt immer ein kleines Problemchen, dass du immer mal wieder gerne Zeit verhältst mit den Jungs hinlässt. Ich meine, die würden das schaffen, wenn sie mal immer ein bisschen mehr Zeit hätten. Jetzt werden sie hier nochmal kurz abgelenkt von den Skellies. Aber es gibt hier jetzt nur noch den einen Flächenschaden. Und von der Falle hier lassen die sich ja nicht beeindrucken. Das finde ich eigentlich auch. Viele haben auch in den englischen Foren geschrieben, die Miner cheaten. Weil sie genau die Tornado-Falle und auch die dicke Bombe ja vom Rathaus eigentlich nicht abkriegen. Weil sie dann wieder schnell genug untertauchen. Na, ist schwierig. Aber wir sind jetzt genau auf Mitte mit unserem vierten CK. Also wir sind ja sehr, sehr spät angefangen und dementsprechend werden wir auch spät fertig. Naja, egal. Was willst du machen? Wir machen in jedem Fall jetzt einen Angriff mit unserer Hockarmee. Habe ich eine Hockarmee am Start? Ja, ich habe eine Hockarmee am Start. Ich habe mir auch richtig, richtig was in die Klamburg packen lassen. Mal sehen, ob wir jetzt recht fix den Gegner finden oder ob wir noch auch hier wieder so lange, so endlos lange warten müssen. Ich bin wirklich begeistert, Leute, ehrlich. Heute ist so ein Tag, erst bei den Herausforderungen, dieses Dilemma, dann hier mit dem Aufnehmen und so. Man hat manchmal so eine Tage. Also, ich habe jetzt eben schon angegriffen mit der Armee und ich habe mal wieder ohne Ton aufgenommen. Richtig geil. Ich habe mal wieder ohne Ton aufgenommen und wollte eigentlich erzählen, dass ich mir natürlich eine CK-Armee eigentlich habe raussuchen wollen, aber irgendwie, Leute, das da oben, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Es ist dann doch ein bisschen viel Loot und deswegen habe ich diese Armee hier jetzt doch hier rein verschwendet. Natürlich suche ich mir dann eigentlich immer schon eine CK-ähnliche Base raus, wo ich so ein bisschen meine Meute reinlassen kann. Aber auch hier habe ich mich wieder fürchterlich über die Truppen aufgeregt. Allerdings fand ich es dann schon wieder am Ende schon wieder gut. Aber seht selbst, wie ich diesen Angriff hier gemacht habe. Also Golem voraus, den Eistypen voraus und die Karre fährt trotzdem an die so vorbei, die gehen natürlich ein bisschen woanders hin. Die Karre fährt ja wirklich nur starr, Mauer, Mauer, Mauer. Und die Truppen tanken natürlich hier, also der Golem und der Eisgolem. Und jetzt habe ich hier schon mal meinen ersten. Ich glaube, ich habe übrigens eben doch nochmal getauscht. Das seht ihr da unten. Ich hab doch nochmal ein Heil gegen einen Friesszauber getauscht. Das war mir an der Stelle doch ein bisschen lieber. Und da habe ich mich schon mal das erste Mal aufgeregt. Bowler latschen da ganz außen lang. Tolle Wurst. Borden ist mal mit dabei. Queen hier in der Mitte macht erstmal den King. Hat jetzt aber endlich den Adler weg. Und da habe ich gedacht, wenn hier jetzt so viel gefrostet ist, dann kannst du auch mit deinen Hawks hier jetzt schon mal ganz gemütlich reinspringen. Hab dann aber gesehen, oh, Queen muss sich zünden, 5er Rathaus. Okay. Allerdings habe ich jetzt wieder den Inferno-Strahl auf mir. Der macht aber gar nicht so viel Schaden. Da ist die Queen gerade noch so raus. Und ich hatte mir hier eigentlich schon gedacht, oh, sehr, sehr cool. Zweiten Fries hier geworfen auf den Multi. Und dann habe ich gesehen, da oben die Bowler alle überlebt. Danke. Super, erst rege ich mich darüber auf, aber okay. Und das war jetzt auch nicht wirklich ernsthafte Defense, aber ich konnte mir den Loot hier nicht entgehen lassen. Ich glaube, das seht ihr ein und ich meine, ich nehme es jetzt auch schon zum zweiten Mal auf. Ach, das ist auch immer, also bei mir ist es dann, heute der Tag reicht mir. Der Tag heute reicht mir auch, was ich in Clash of Clans gesehen habe oder auch selbst gespielt habe und ich muss noch zwei Angriffe machen. Aber ich glaube, das macht nichts. Es ging ja heute erstmal um den Pass und ich habe hier jetzt auch 3 Sterne jetzt schon in den Pass reingespielt und ihr könnt mir das gerne unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr
die neuen Spiele oder die Challenges oder die Herausforderungen gut findet, nicht so toll findet, weil sie halt lange dauern. Keiner muss mehr eine Mauer machen. Ich meine, wenn du Max out bist, ich kenne ja einige, die sind komplett fertig, Sky, Thiele und so weiter, die können das Ding hier nicht mehr machen. Das geht einfach nicht, weil sie keine Mauer mehr machen können. Das ist natürlich ein bisschen doof, da hätte man sich vielleicht dann ein Alternativ Sache machen können, denn das sind immerhin 200 Punkte, die du hier reinspielen kannst. Für mich ist das in Ordnung, aber 200 schaffe ich auch nicht. Ich meine, man kann ja die im Nachtdorf machen, aber auch wenn du die schon alle voll hast, hast nichts zu tun. Aber wir haben schon mal drei Stück hier drin, das ist in Ordnung. Also nochmal ein bisschen davon und die Clanspiele fangen bald an. Ich denke mal, das mache ich alles ohne euch, ist glaube ich besser. Und auch mit den Haut drauf Riesen, mit denen habe ich schon Jahrzehnte nicht mehr angegriffen, wollte ich gerade sagen. Ist aber nicht so schlimm, wenn euch die Folge, die kleine Chaoten-Folge hier trotzdem gefallen hat. Also dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch kein Video, zumindest mehr auf YouTube, auf Twitch. Verpasst ihr jetzt auch, glaube ich, keinen Livestream mehr, denn ich habe meinen Scheduler jetzt endlich mal wieder gestellt. Das heißt, ihr seht dort, wann ich das nächste Mal wieder live komme. Und ich würde sagen, mit YouTube-Folgen sehen wir uns in dieser Woche in jedem Fall reichlich. Bis dahin, euer Toto. Flashdown.